Düfte raus. Schulfrei für Kunst. Moin, ich hoffe, ihr seid ganz Ohr. Gerade eben wahrscheinlich schon mit dem Ohr an den Vogelstimmen. Sammy fühlt sich sehr inspiriert, wie ihr hört. Der ist 20 Meter entfernt, aber ist ordentlich am Tirelieren. Jedes Ohr ist total individuell, hat unterschiedliche Linien, das wisst ihr. Manche haben lange Ohrläppchen, kurze Ohrläppchen, angewachsene Ohrläppchen. Manche Ohren stehen ab, manche sind ganz dünn, so kleine Dackelohren, manche sind ganz fleischig und wulstig. Am besten ihr fotografiert von einem Familienmitglied oder euer eigenes Ohr und legt euch das hin und dann könnt ihr versuchen, das zu zeichnen. Ja, das Ohr ist zu vergleichen beim Zeichnen mit der Nase. Es gibt eigentlich keine richtigen harten Kanten, sondern immer nur Aneinanderprallen von Helligkeit und Dunkelheit, von Licht und Schatten. Nichtsdestotrotz zeichnen wir als erstes erstmal die Anatomielinien so ein bisschen ein, damit wir einen Anhaltspunkt haben, wo wir unsere Schatten einsetzen. Ja, warum sieht das Ohr überhaupt so aus, wie es aussieht? Es ist natürlich ein Schallempfanggerät, so dass die Schallwellen möglichst vielfach ins Ohr hineindringen können, sich an den verschiedenen Flächen brechen, reflektieren und den Schall auf diese Weise ins Ohrinnere transportieren. Ja, und jetzt beginnen wir mit den Schattenflächen. Wie gesagt, am besten man nimmt sich irgendwie ein Ohr, das man zeichnen kann und beginnt nun die dunklen Schatten zu setzen und dann die Übergänge in die helleren Flächen. Die helleren Flächen sind naturgegeben die, die mehr hervorstehen und die praktisch unter diesen Wulsten verschwinden allmählich, sind natürlich entsprechend dunkler, beziehungsweise die in den Gehörgang hineinführen, sind dunkler. Ihr seht das. Letztendlich wie bei der Nase und die ehemaligen anatomischen Linien verschwinden mehr und mehr durch die Schattensetzung. Ne? Zwischendurch nehme ich auch mal den kleinen Wattewischstift, um die Grenzen noch etwas zu verschummern. Das könnt ihr mit dem Q-Tip oder mit dem Tempotaschentuch ja genauso machen. Schlussendlich kommen die Schatten unterhalb des Ohrs oder über dem Ohr und natürlich die Haare, die ein Extra-Thema sind. Ja, versucht's mal und ich bin mal gespannt auf eure Ergebnisse. Wir sehen uns das nächste Mal. Da wird die ganze Sache ganz schön haarig, kann ich euch sagen. Tschüss!